Ja, hallo Leute, herzlich willkommen hier aus Hamburg, umgeben von wunderschönen Deichen bei angenehmem Wetter. Ich stehe hier quasi mitten im Naturschutzgebiet und hatte mir gedacht, ich bringe heute mal was Neues in Sachen Google-Suchmaschinenoptimierung bzw. WordPress-Blog-Optimierung. Denn wie ihr wisst, stellt Google seine ganzen Algorithmen um. Und die Kriterien, die jetzt sich geändert haben dadurch, sind nicht mehr dieselben. Das heißt, wenn du heute deinen WordPress-Blog möglichst weit vorne auf die ersten Google-Seiten bekommen willst, langt es nicht mehr aus, dass du vielleicht schon eine Webseite hast, die 6 Jahre in Google ist und damit, dass das Webseitenalter eine Rolle spielt. Das spielt nämlich kaum noch eine Rolle. Und auf der anderen Seite die Keyword-Dichte. Das heißt, wenn du in einem WordPress-Blog einen Bericht geschrieben hattest, war ja früher, also vor der Änderung, immer sehr wichtig, dass du das Keyword möglichst oft erwähnst und das entsprechend auch noch hochwertig umschreibst. Also auch die Keyword-Dichte ist nicht mehr so relevant für Google, wie das vielleicht früher der Fall war. Jetzt kommen neue Kriterien ins Spiel. Und das wichtigste Kriterium ist die sogenannte Kundenzufriedenheit bzw. die Webseitenbesucherzufriedenheit. Das heißt, wenn es dir gelingt, deine Webseitenbesucher möglichst lange auf deiner Webseite zu halten, dann interpretiert das Google so oder derart, dass du eine hochwertige Webseite hast und steigst automatisch auf im Ranking. Weil Google rein interpretiert, wow, du hast eine Problemlösung für deine Webseitenbesucher, weil sie so lange auf der Webseite bleiben. Und es wird immer wichtiger, denn wenn Leute nach einem Keyword suchen, finden deine Webseite, dann hast du in der Regel oder durchschnittlich mittlerweile nur noch 5 Sekunden Zeit, um die Leute von deinem Webangebot zu überzeugen. Vor einigen Jahren waren das noch durchschnittlich 12 Sekunden, also 5 Sekunden hast du. Das heißt, wenn Leute auf deine Webseite draufgehen, da muss es wirklich Klick machen, sonst sind die sofort wieder weg und kommen vielleicht nie wieder. Und aus diesem Grund möchte ich dir das sogenannte Retargeting vorstellen. WordPress Retargeting. Also das Video ist hier relevant wirklich für alle WordPress-Anwender. Das heißt, wenn jemand nach einem Begriff sucht und landet auf deiner in Suchergebnissen sieht er deine Webseite, klickt dann da drauf und dann gibt es hier oben links diesen gefährlichen Zurück-Button. Das heißt, der Besucher ist auf seiner Webseite und drückt dann vielleicht diesen Zurück-Button, dann würde er ganz normal ja wieder in den Google-Suchergebnissen landen. Aber was macht jetzt Retargeting? Mit einem WordPress-Retargeting-Plugin kannst du jetzt deinen WordPress-Blog so einstellen, dass wenn ein Anwender, der diesen Zurück-Button wirklich drücken will und quasi sich von deinem Angebot verabschiedet, kannst du noch auf eine voreingestellte Webseite durch dieses Plugin weiterleiten. Das heißt, drückt der Besucher zum Beispiel dann zurück, landet er nicht in Google, sondern auf einer Affiliate-Seite von dir, auf einer Landing-Page, so dass du den verloren geglaubten Benutzer doch noch zu einer Handlung auffordern kannst. Und das ist extrem wichtig, denn du kannst damit Leads generieren, die Leute in deine, so dass sich Leute in deine E-Mail-Liste eintragen oder sogar direkt Umsatz generieren, wenn das ein pfiffiges Angebot ist. Und das sind dann sogenannte WordPress Retargeting Plugins, die alle großen Internetmarketer wie Ralf Schmitz und Co. auch wirklich dann auch einsetzen. Ich tue es auch jetzt seit ein paar Monaten einsetzen und dadurch haben sich wirklich meine Umsätze deutlich nach oben gesteigert. Es geht hier wirklich um mehr als 100% auch dann bei mir. Das ist schon beeindruckend, deswegen möchte ich das hier entsprechend vorstellen. Und das dient dann auch dazu, dass deine Google Bounce Rate sich verbessert. Das heißt, diese Bounce Rate ist, wenn der User diesen Zurück-Button klickt, dann landet er wieder auf Google und dann wird deine Webseite abgewertet, weil er sieht, okay, deine Webseite ist nicht relevant. Aber wenn du jetzt auf eine Seite zurückverlinkst, die zum Beispiel eine Landingpage von dir ist oder eine andere Seite, dann verbessert sich deine Google Bounce Rate. Im Gegenzug dazu hätte sie sich ja verschlechtert, wenn der User wieder auf Google gelandet wäre. Und daher möchte ich dir 2 sehr gute Plugins empfehlen, die du einsetzen kannst. Dazu habe ich auch noch ein Tutorial für dich vorbereitet, in anderen Videos von mir dann noch. Und zwar sind die beiden WordPress Backmagic, das promotet auch Ralf Schmitz. Oder was ich auch nutze, ist die kostengünstigere Methode oder Plugin, ist das WordPress Zero Bounce Plugin. Das ist natürlich in englischer Sprache dann, aber halt günstiger in der Anschaffung, macht genau dasselbe.
Und dort kannst du einstellen, dass zum Beispiel 80% deiner Benutzer, wenn sie den Zurück-Button drücken, auf ein Angebot von dir landen. Und 20% landen dann nur noch in Google-Suchergebnissen, so um das Ganze auch noch authentisch hochzuhalten. Ja, damit kannst du wirklich flexible, individuelle Anpassungen machen für deinen WordPress-Blog und kannst Umsätze generieren und Leads generieren, die du niemals generiert hättest. Und eine wirklich extrem hilfreiche und super Geschichte mit dem WordPress-Retargeting wird auch Remarketing von einigen Leuten genannt. Weitere Informationen findest du hier unter dem Video und ja, ich hoffe, ich konnte dir mit einen nützlichen Tipp geben. Wenn es dich interessiert hat, schau mal rein, es lohnt sich. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute für dein Online-Marketing und deinen WordPress-Blog. Ja, weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Dein Christian Weckler. Ciao, ciao.